Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel folgte im Sommer 2015 der Einladung der Firma Bader und stattete dem Hersteller von Fisch- und Geflügelbearbeitungsanlagen in der Hansestadt Lübeck einen Besuch ab. Offensichtlich beeindruckt war der Minister von der guten Stimmung, die er gleich zum Auftakt bei Belegschaft und Management erlebte. Was genau ihn an diesem Tag erwartete, war ihm zu diesem Zeitpunkt offenbar noch nicht ganz klar. Ich kannte das Unternehmen nicht. Und dann waren wir auf der Reise, dann sah ich Ihnen mal den Satz, der mich neugierig gemacht hat. Bader, das sei das Unternehmen, die machen Maschinen, da kann man vorne eine Gigatonne Fisch reinwerfen und hinten kommen die Fischstäbchen raus. Und da habe ich gedacht, das muss ich mir mal angucken. Die anschließende Führung durch das Unternehmen leitete die geschäftsführende Gesellschafterin Petra Bader. Begleitet vom Management informierte sie den Minister zunächst über die lange Tradition des Unternehmens hier im firmeneigenen Museum. Es war Petra Baders Großvater Rudolf M.J. Bader, der vor knapp 100 Jahren mit der ersten vollautomatischen Fischverarbeitungsmaschine der Welt ein neues Zeitalter der Lebensmittelerzeugung einleitete. Bis heute hat Bader diese Vorreiterrolle behalten und ausgebaut. Mit modernsten Maschinen und innovativen Komplettlösungen gilt die Bader-Gruppe heute als Weltmarktführer im Bereich der Fischverarbeitung. Zukunftsträchtigen Wachstumsmärkten in der Welt zählt, neben Fisch, auch vor allem Geflügel. Auch in diesem Segment bietet die Bader-Gruppe Maschinen, die rund um den Globus geschätzt werden. Das gilt ebenso für die weltweit verkauften Separatoren, Geräte, die die Effizienz in der Lebensmittelprozesskette optimieren helfen. Bei seinem Besuch erlebte Bundeswirtschaftsminister Gabriel die Stärke des Familienunternehmens, darunter die Trendthemen Industrie 4.0, Globalisierung und Aus- und Weiterbildung der wertvollen Mitarbeiter. Wenn man das Unternehmen und die Branche nicht kennt, dann merkt man erstmal, dass hier ein unglaublich innovatives Unternehmen ist, Weltmarktführer. Wenn man hierher kommt, dann weiß man, warum Deutschlands Wirtschaft so gut läuft. Das liegt an solchen mittelständischen Familienunternehmen. Widmen sich der Ausbildung, die sind regional standorttreu, sie schaffen viele Arbeitsplätze und sie helfen eben, dass so ein Land wie Deutschland in einem ja immer mehr sich internationalisierenden Wettbewerb eine starke Stellung behält. Also ich finde, Lübeck kann stolz darauf sein, ein solches Unternehmen seit 1919 nicht nur in seinen Mauern, sondern in der ganzen Welt zu haben. Wir fühlten uns natürlich außerordentlich geehrt, dass er sich die Zeit genommen hat, hier im Hause zu schauen. Die Technik, denke ich, hat ihn begeistert. Ich denke auch, wir haben einiges an Technik zu bieten. Ich hoffe, dass er das mit nach Berlin nimmt und gegebenenfalls die entsprechenden Schlüsse draus zieht. Wir sehen uns. Ja, mit Sicherheit. Vielen Dank.